So, weiter geht's heute mit Pokémon Schwert. Wir sind auf der Route 9 heute. Da muss ich tatsächlich mal meinen Spielberater wieder rauskramen, wie ich das beim Pokémon Schild auch gemacht habe, weil ich dann nicht alle Orte weiß. So, es geht auf jeden Fall heute übers Wasser. Ich habe mich entschieden, dass wir Pokémon, unser letztes Pokémon, was wir noch brauchen, so holen wir den nächsten Orden haben, weil dann kann man bis Level 55 fangen. Und in dem Zeitraum, in dem Levelrahmen, ist unser letztes Teammitglied. So, wir können auf jeden Fall fangen bis Level 50. So, gerade gucken. Achso, bevor ich jetzt irgendwas mache. Ich habe das Item bekommen. Aha. Moment. Item. Aus dem Beutel holen. Muss ich gerade gucken, wo ich es habe. Weil dann können wir tatsächlich unser nächstes Teammitglied entwickeln, wenn ich das Item finde. Weil irgendwo muss es nämlich auch sein. Achso, ich glaube, wir können es nicht so oder so weiter so machen. Gut, dann machen wir es anders. So, und wir nehmen den Sonnenstein und entwickeln unser Duflo weiter. Dann haben wir das auch erstmal voll entwickelt. Das wollte ich eigentlich nicht die ganze Zeit gemacht haben. Und es entwickelt sich zum Bluebeller. So, Bluebeller wird neue Eintrag eingelangt. Einen haben wir ja schon gehabt. So, was habe ich gemacht? Ah, Blütenwirbel willst du lernen. Okay. Blütenwirbel zu 90, Samenbomben auf 80. Damit schmeißen wir die Samenbomben raus. So, und wir haben es. Dann brauchst du auch den Evolit nicht mehr. Item. Beutel stecken brauchen wir nämlich nicht. So. Okay, dann geht's heute über die Route 9 weiter. Und wir schauen uns mal ein bisschen um. So, ich muss mich jetzt gerade mal ein bisschen orientieren. Wir sind auf dieser kleinen Höhe, hier brauchen wir nämlich nicht. Das heißt, wir müssen weiter hier rum. Weil da befindet sich zum Beispiel ein Item. Und zwar ein Doppelleber. Ich möchte gerne hier auch alle Trainer mitnehmen und alles. Oder alle Items einsammeln. Pokémon interessiert mich jetzt gerade herzlich wenig. Auch wenn da gerade ein Mantis auftaucht. Level 40. Was fangen? Und es bleibt auch ohne Probleme ein Hyperball. So, den Eintrag, den nehmen wir uns mit. So. So, dann, na komm, dann fangen wir sie auch noch. Dieses Weimer. Level 39 ist es. Auch dieses Weimer macht keine Sorgen und schlüpft in den Pokéball. Mit. So, und ich mach mal hier oben gerade ein bisschen weiter. Weil hier befindet sich unter anderem mein Item und zwar ein Schwarzgurt. Obwohl wir gerade bei Schwarzgurt sind, hier ist nämlich auch noch einer. Und zwar ein Trainer. Dürfte sogar Schwarzgurt heißen. Ja, Schwarzgurt Mario, genau. Passt soweit. Der Schwarzgurt, glaube ich, der versteckt Kampfattacken.
Und der hat ein neues Pokémon für uns, ein Karaokto. Das, was wir schon ein bisschen auf der Route gesehen haben. Dann fangen wir das mal mit. Fangen wir an mit. So. Der Hagel, der trifft. Dieses Pokémon ist ohne Probleme zu besiegen. Ist aber vom Typ Kampf und nicht Kampfwasser. Das ist nur eines von Pokémon. Level 48 für Bluebella. So. Ach nee, hier, zwei Weimar, die haben wir ja schon. Bisschen angeschnitten hatten wir die Route ja schon. Weil ich unbedingt das Fahrrad haben wollte in der letzten Folge. Zwei Stück und die kriegst du beide. Weil hier unten befindet sich ebenfalls noch ein Alter. Ich glaube, hier unten befinden sich sogar zwei, wenn ich es richtig sehe. Ist das Trainer? Keine Trainer. Erster Linie ist hier eins. Und zwar drei Stück, drei Tauchbälle. Und was wollen die von uns? Die wollen, glaube ich, auch irgendwas von uns. Ich finde es ja nett von ihr, dass sie mir ihre Meer am Strand zeigt. Aber findest du dich auch viel zu kalt hier? Kann sie so gelassen im Bikini dastehen? Alter, du stehst in der Badehose, da ist normal, ne? Krass, das ist kalt. Ich glaube, ich friere mir jeden Moment mich im 10 ab. Aha, okay. Ihr wollt also. Gut, dann machen wir hier unten weiter. Gucken wir uns mal ein wenig um, weil hier sind nicht alle Items da. Meld und alles. Aber erstmal möchte ich dieses dritte Weimar, was wir hintereinander gefunden haben. Unbedingt kämpfen. So. Okay. Dann haben wir hier oben das Karaokto, was ich ihm angeschnitten hatte. Ich gucke, ob ich es hinterher irgendwie fangen kann. Ich möchte mal nicht. So, die Vorentwicklung hat immer einen sehr lustigen Namen, aber dann. Das sage ich euch demnächst. Level 50. Okay, versuch es. Na, es wird schwierig werden. Es ist Level 50 immerhin. Es wird dementsprechend nicht einfach sein zu fangen. Ich denke, er füllt es wieder raus. Opto-Klammer, ist klar. Ah, okay, ich kann nur nicht fliehen. Das ist also quasi wie Horrorblick und. Da gibt es auch immer, da kann ich nicht. Wo ich nicht fliehen kann. So. Dann fangen wir das auf jeden Fall mal. Versuchen wir es zu fangen. Kraftkoloss, ja. What the fuck? Ich habe auch keine Flottbälle und nichts mehr, ne? Und warum verzieht jetzt meine Verteidigung noch und alles zu ändern? Pokémon eigentlich haben. Also zumindest den Eintrag dafür haben. Gegenschlag. Hä? Du kriegst mir einfach mal ein Pokémon weg, okay? Das finde ich jetzt nicht so prickelnd von dir. So, dann machen wir doch was anderes. Ich habe noch kein Level 50er Pokémon. Das ist das Problem, meine Leute. Wenn sie hört, die Level der gegnerischen Pokémon im Spiel, da sind sie zu fangen. Oh, keine Wirkung. Oder was? Vertigo, was ist das denn?
Leck mich doch, bleib doch drin. Tja, auch Kraftkoloss trifft auf den Geist-Pokémon nicht wirklich. Den Klack bringt ja auch nichts. Wie diese Hagelkörner heißt er, ne? Drei. Jetzt yes, hab's. Sache, es ist, frisst halt ordentlich Bälle dann. Aber zumindest haben wir jetzt eins. Ein gesackt Inferno von Level 45, aber das fliegt auch wie gesagt noch aus dem Team raus. Spätestens am nächsten Orden. So, okay, dann muss ich jetzt erstmal mich wieder hochheilen. So, setzen wir Vitalkraut ein, braucht man nämlich. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir das komische Kaokto eingesackt. Und dann geht es hier unten weiter. Ja, hier oben befindet sich auf jeden Fall noch ein Trainer. Karadonis. Ich hatte ein paar mehr Wasser-Pokémon erwartet, deswegen habe ich auch Rebella da vorne gezogen eigentlich. Wir machen das jetzt anders. So. Jetzt erstmal auf Toxi. Und du gehst auf Protzer. Steckst damit deine Angriffswerte. Große Verteidigungswerte. So, jetzt einmal kurz Toxin. Wenn es ein bisschen vergiftet ist. Dann trifft auch Giftschock doppelt so schnell. Oder doppelt so stark. So. Dann auf Giftschock. Frostkick. Pokémon wechseln. Ich habe auch nicht. Das ist wirklich. Das London dauert auch einfach ewig, bis sich das London mal entwickelt. So, dann gehen wir so. Dunkelklaue, ich glaube, du kannst eh nichts machen. Ja, oh, also das kann nichts machen. So, Spukball. Noch nicht ganz Volltreffer. Trotz Volltreffer nichts. So, fertig. Also nochmal Spukball und dann ist das weg. Ja, die Route ist sehr lang, also beziehungsweise sehr viel zu erkunden. Wenn du wirklich vor allen Dingen alle Trainer mitnehmen willst und so. So, der ist auch weg. Ich dachte, ich hätte hier oben noch ein Item. Ah, doch, ist tatsächlich noch eins. Und zwar hier oben links ist es. Und zwar ist das ein Sonderbewohner. Brauchen wir irgendwann mal, aber nicht jetzt. So, okay. Dann finden sich vor allen Dingen einige Pokémon, aber noch ein Item. Und zwar ein Stück ewiges Eis. Und jetzt haben wir mal einen Wassertrainer. Und zwar einen Anglerin. Wir
komm, mit Wasser gibt Pokémon jetzt nichts, klar. Gigasauger, ich hole mir mal ein bisschen KP wieder. Aber mit Neutrales, das zieht aber trotzdem so viel ab. Okay. So, nochmal Gigasauger. Viele KP ist es nicht. Der Fall ist trotzdem tot, also ist weg. Das ist Hagelkörner, ne? Wieso was verlierst du dann wieder ein Pokémon? Kufa. So. Oh, diese Scheißfähigkeiten. So, ein Umfeld oder wie 47. Jetzt hättest du irgendwas anderes lernen als Donnerblitz oder so. So. Dann darf ich ja dank dem komischen Hagel mal wieder ein bisschen Tränke einsetzen. So, das ist auch erledigt. Items ist da eigentlich, ne? Warte mal, wir sind jetzt. Ja. Ich springe ja auch an. So, brauchen wir nicht. Ja, wird gescheitert, klar. Dankeschön. So. Wieder Tränke einsetzen. Na gut. So, gucken wir uns auf Nummer. Da unten ist noch ein Trainer. Nein, hau ab von mir, Mann. Ein Schützer. Und hier unten müsste noch ein Item liegen, ne? Ne. Okay, weg. So, den Trainer nehmen wir noch mit. Das ist der hier, okay. Ich glaube, wir haben sowieso fast alles jetzt mittlerweile abgearbeitet. Hier wird das fast durch. Oh, ein Austausch. Natürlich setzt das Schutzschild ein. So. Thank you.
So, kannst du mal aufhören mit deiner Weichei-Taktik da? Ich hätte es nicht erwartet, dass er nochmal ein Schutzschild reinhaut. Jedenfalls ist dieses Austauschgeschichte. Und der Schwimmer ist besiegt. Hier gibt es jedenfalls drei Items. Erstes hier. Das zweite habe ich hier unten irgendwo gesehen. Da. Das dritte. Hier ist auf jeden Fall noch eine Trainerin. Da oben ist sie. Über der Trainerin ist das. Über der Schwimmerin ist das auf jeden Fall. Elisa. Oder Eliza wahrscheinlich. So, was hast du für uns? Ein Agostella, okay. Diese Attacken jetzt doch rausnehmen können. Jetzt kommen sie mit so einer Billigtaktik. So eine Runde auf jeden Fall irgendwie sich schützen. Ja, vergiftet, leck mich doch am Sack. Pech ist fehlgeschlagen. Hier, nimm das. Oh, nicht ganz. Oh mein Gott, ey. Nichts kannst du, weißt du. Nichts anderes kannst du, außer diese Scheiße. Verteidigungsvariante. Tja, klappt halt nicht jede Runde. Tschüss. Ja, die Säge. Ja, wir sind Attacken wie Scanner und Bunker und Schutzschild. Das hätten wir gut und gerne rausnehmen können. Weil das verzögert eigentlich alles nur um eine Runde. Das ist immer total nervig. Wenn ein Pokémon sich das 3-4 Mal hintereinander einsetzt, nervt das dann wirklich auf Dauer. So, darf ich nochmal einen Trank einsetzen? Ich bin froh, wenn ich diese Route hinter mir habe. Glaub mal, das ist somit eine der schlimmsten Routen. Hier wegen dem Hagel und so. Ein cool aufgebaut, aber wie gesagt, die Routen sind einfach. Also, hier oben sind das halt. Eine Riesenperle, okay. Die kann man ja noch irgendwo verdicken. Gibt auch gutes Geld dafür. Schauen wir jetzt. Mal jetzt. Ein Mantux. So. Da ist noch ein Item. Und zwar ein normal Juwel. Dann nehme ich dich gerne mit hier, den Trainer. So, dann müssten wir. Uns fehlt dann wirklich noch ein Item hier oben, ne? Sehe ich das richtig? Dann sind wir gleich durch mit der Route. Gott sei Dank. Das ist, wie gesagt, auch zum Erkunden ist es die längste Route. Wie gesagt, dann brauche ich meistens so um die halbe Stunde, bis die einmal weg ist. So, Lusardin mit seiner Spezialfähigkeit Schwarm. Ja, natürlich. Du kriegst natürlich einen Schrott. Nicht mit dem Volltreffer an heute. Doch, du kriegst einen neuen, wieder einen Volltreffer. Also zwei Volltreffer hintereinander.
So, jetzt ist es weg. Level 47 fürs Num Num. Und noch ein Beileut. Da kann ich nur Globelle einsetzen. So, Blütenwirbel. So, der Weiler ist weg. Und dieser Schwimmer ist weg. Und immer noch nicht. Entwickelt sich nur um. Also es entwickelt sich ja durch Freundschaft und das ist das Problem an der Sache. Dieses Pokémon war ja schon relativ hoch vom Level, als wir es gefangen haben. Und das heißt, es dauert einfach, bis sich das irgendwie mal entwickelt. Ich habe auch nichts um mich jetzt, außer die Sanftglocke, nichts um ihm zu helfen, oder? Ich habe schon hab ich ein paar Wehren. Steckt diese Zutraulichkeit, okay. So, dann wird sich das mal ein. Initiative Basis wird. Okay, dann habe ich zumindest das ein bisschen. So, versuch es mal. Also, vielleicht reicht es jetzt schon zum Entwickeln. Nein, natürlich nicht. So, okay. Nee. By the way, findet sich hier noch eine TM? Es ist die TM22 Steinhagel. Ei. Die könnte ich theoretisch meinem Ocknatoll beibringen. Das müsste ich eigentlich können, lernen können. So, ich glaube, dann habe ich auch alles. Ja, sieht so aus. Dann machen wir heute nämlich. Dann machen wir nämlich jetzt Feierabend. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mit der Gitter Spike fort. Dann machen wir bald den nächsten Orden. Und ja. Und dann kriegen wir bald unser letztes Teammitglied. Bis dahin, auf Wiedersehen bei Pokémon Schwert.